Moin, moin und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Längere Zeit nichts hochgeladen, jetzt geht es wieder ein bisschen weiter. Die letzte Woche war ich eigentlich nur ganz unterwegs, sozusagen wie ein Schulausflug. Deswegen hatte ich keine Zeit und habe auch nichts weiter vorbereitet. Nee, aber jetzt geht es wieder weiter und wir fangen an mit Skyrim. Und wie man sehen kann, kann man nicht sehen, bin ich in irgendeiner Katakomben. Und es geht eigentlich darum, diesen Blutkelch noch zu füllen. Das habe ich bei der letzten Folge nämlich nicht gemacht und das mache ich jetzt. Also, ich speichere mal zwischendurch mal so ein bisschen gerne. Das machen wir mal. So, und rein geht's hier. Hier sieht's ja sehr vertrauenswürdig aus. Wir gehen mal hier hoch. Hier drüben. Ihr hättet nie herkommen sollen. Okay. Ist das schon alles? Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Denk, du wolltest dich ergeben. Tja, hättest du dich mal ergeben. So, Dietrich nehmen wir mit. Gold nehmen wir mit. Na klar. Rotwasser-Quellenschlüssel nehmen wir mit. Wundertrunk des Ritters. Okay. Vampirrüstung. Vampirstaub. Eisenschwert. Ich hätte sie natürlich alle nicht gerne, nicht unbedingt töten wollen. Wie ist denn da auf mich los, oder? Ach, hier so ein kleiner Skelett-Heineken. Komm her. Oh. Lass mal schwer wieder raus. Und dann hoch doch jetzt. Okay. Auf jeden Fall eine große Truhe. Die schnappen wir uns gleich mal. Hui. Noch so ein Vampir. Stehen, die Bestie. Okay. So ein paar Vampire müssen wahrscheinlich gekillt werden, sonst wird das Ganze nichts. Okay, so. Oh, der ganze Kopf ist weg. Die Nachtigall Gold. Zaubertrank des Schlossknacken. Klingt ja auch ganz gut. Wir dürften jetzt hier nicht mehr sein, oder? So, hier war noch eine Kiste. Die durchsuchen wir mal. Schauen wir mal. Einhändig. Gibt das Ziel von 3 Sekunden, führt es einen Seelenstein. Okay. Gold. Nehmen wir nochmal mit. Aber schwer, aber trotzdem. Irgendwas anderes ja rauswerfen, was ich nicht mehr brauche. Kurz gucken. Abgeschworenen Pfeil. Ja, nun kein Gewicht. Armbrust. Nordbogen. So. Orkischer Bogen des Funkenschlags. Oder können wir den alten. Aber die Armbrust eigentlich auch wegschmeißen. Was soll ich noch damit? So, nehmen wir auch weg. Jetzt würde ich natürlich mal ganz gehen. Stahlkriege. Nehmen wir mit rein. Um mal zu gucken, wie das denn aussieht. Auch ein lustiger Hammer. So, Arkan-Verzauber brauchen wir nicht nutzen. Irgendwie müssen wir dieses. Ist das hier oben der Kelch, den wir brauchen? Ich weiß es nicht. Ist nur der Becher. Also, wir müssen auf jeden Fall diesen Kelch füllen. Und das tut man was mit dieser Quelle hier, die hier auf dem Boden ist. Das ist schon die Quelle? Ich glaube nicht. Wir sind da weiter durch. Okay. Was denn da? Rotwasser-Koma. Nehmen wir mit. Ist Koma. Wir durchsuchen mal den Ork. Oh, wir durch Blut saugen. Durchsuchen. Wir saugen mal Blut raus. Dann habe ich nämlich auch schon das Ork-Blut gesammelt. Muss ja noch mehrere Sachen sammeln. Das wäre nicht schlecht. Dann habe ich das auch schon mal fertig. Gibt ja noch andere von anderen Rassen, wo ich es sammeln muss. Das mache ich auch noch. Aber erstmal müssen wir ja gucken, ob das, ob wir hier irgendwo den Kelch füllen können. Machen wir jetzt mal. Aufschließen. Nur Schlüssel. Okay. Das sieht wie die Quelle aus. Okay, ich traue mich mal, ich speichere mal kurz. Ich traue mich mal runter mit der Axt hier, mit dem Kolben.
Fähre zu Gara und Meritol. Ja, ja, zu schade. So ist Harkons neuer Liebling stark. So kurz nach seiner Aufnahme. Okay, was wollt ihr von mir? Wir können von Glück sagen, dass ich hier war, um den Galmo den Kelch zurückzugeben, damit er sicher gehen konnte, dass Harkon ihn wiederbekommt. Wartet mal, was? Das war nicht so abgesprochen. Wir bringen ihn zusammen zurück. Idioten, ihr habt doch nicht geglaubt, ich würde euch hier einfach herausspazieren lassen, oder? Den Galmo will euch beide tot sehen. Na, das ist schon in Ordnung. Ortlolf hat mir befohlen, alle zu erledigen, die sich mir in den Weg stellen. Seht an, seht an. Die nächste Made, die unter meinen Händen zerquetscht werden wird. Okay, müssen wir leider auf das andere. So, wir brauchen hier unsere Heilung. So, sie ist weg. Fehlt nur noch er. Was? Ich hab doch gesagt, genug. Man kann auch keinem Vampir mehr trauen, ne? Man muss sie alle töten. Man muss sie leider alle töten. Man kann keinen mehr trauen. Dietrich. So, was hat die gute Frau dabei gehabt, irgendwie? Naja, ich gehe auch zurückziehen. Aber wo ist die Tante denn hin? Da. Dietrich. Bisschen Salz. Schüsslersalz. Schüsslersalz Nummer 4. Oh. Ah, so. Das ist auch eine hinterhältige Meuterbande, oder? Das ist auch irgendwie auch schade. Sowas finde ich auch blöd, ne, wenn man niemanden mehr trauen kann. Niemanden mehr trauen. Schade, schade, schade. So, mal gespannt, wie es weitergeht. Schlückchen Wasser. Ein Bluttrunk, man weiß es nicht. Okay. Na, geht's durch. Hier ist noch ein schöner kleiner Stein. Hier nehme ich mit Gold. Was soll er noch mit Gold? Das ist ja eh alles. Was hat er unten? Leere Flaschen. Bier. Geld nehme ich auch mit. Wozu brauchen die das noch? Haben mich ja eh alle verarscht hier. Hol ich auch mit hier. Was ist passiert? Was ist mit dir? Nichts passiert. Du bist einfach nur ein Idiot. So, wir hauen hier ab. Steck den Laden nicht in Brand, klar? Mach ich doch gar nicht. Ich hau nur ab. Weil ich merke, dass ich geklaut habe. Haha. So, ab nach Himmeltrand. Und zurück zu unserem Vampirfürsten. Mal sehen, ob wir eine fette Belohnung bekommen von ihm. Und dann müssen wir diesen Vilgamo ja mal zur Rechenschaft ziehen. Beziehungsweise den anderen. Das ist schon frech, ne? Dass die mich da alle töten wollen immer. Das finde ich nicht nett. Aber mal sehen. Und zumindest macht es Spaß, als Vampir rumzulaufen, muss ich sagen. Jetzt habe ich zwar natürlich nicht die Kräfte so benutzt, wie ich sie benutzen kann, aber es ist schon irgendwie lustig. So, wir müssen zurück. Mal kurz auf die Karte. Kann ich schnell reisen? Hoch. So, da zurück. Burg Fukuhila. So. Ah, ist doch nett.
wegstecken, unseren Kram. Oh, das ist auch eine fette Burg irgendwie, ne? So, jetzt können sie gehen. Können sie ruhig ein bisschen stolz auf mich sein. Aber das gemacht, was sie verlangt haben. Das ist also blöd, ne? Ist man gerade da und dann muss man wieder laden, weil man wieder irgendwo reingeht. Das nervt schon so ein bisschen. Ja. So, ich versuche jetzt bis zum 27. März erstmal alle Let's Plays zu beenden. Also die Reihen zu beenden. Von den größeren Projekten. Zwei Let's Plays lasse ich aber auslaufen. Und das ist einmal Xenoblade Chronicles 2. Das werde ich nicht weiterspielen. Es reizt mich einfach nicht. Es tut mir leid. Ja. Und ja, Stardew Valley werde ich weiterspielen. Aber es wird immer so wirklich sporadisch kommen. Da ist er. Wie ich sehe, seid ihr zurückgekehrt. Fürst Harkon wird zufrieden sein. Pass mal auf. Ihr seid Stalf und Salonia begegnet, nehme ich an. Fürst Harkon und ich vermuteten, dass sie euch vielleicht dorthin folgen werden. Ich hab sie beide getötet. Und das habt ihr richtig gemacht. So laufen die Dinge am Hofe von Fürst Harkon. Vingalmo und Ortjolf dürsten beide danach, den Thron unseres Fürsten zu besteigen. Aber sie können nicht offen gegen ihn vorgehen. Beide wollten ihre Macht vergrößern, indem sie Schergen entsandten, die euch töten und den Kelch für sie holen sollten. Indem ihr dafür gesorgt habt, dass unser Fürst den Kelch erhielt, habt ihr seine Macht vergrößert und ihnen ihre kleinen Schoßhündchen genommen. Ihr habt Fürst Harkon zwei große Dienste geleistet. Nehmt euch das, was ihr gelernt habt, zu Herzen und seid achtsam, bevor ihr jemandem euer Vertrauen schenkt. Nun, glaube ich, will Fürst Harkon mit euch sprechen. Okay. Fürst Harkon, den suchen wir mal kurz auf. Trank des Blutes. Ja, mit. So, Fürst Harkon, wo bist du? Im Schlafgemach? Da ist er. Ach, hier am schönen Lagerfeuer. Ah, ihr seid hier. Gut. Ihr wolltet mich sprechen? Ja. Als ich euch meine Dankbarkeit für die sichere Rückkehr meiner Tochter aussprach, sagte ich die Wahrheit. Ich habe euch aber nicht alles erzählt. Das habe ich mir gedacht. Gut. Starke Instinkte und ein scharfer Verstand werden euch ebenso gut dienen wie Klinge, Zauber oder Klaue. Wie ihr wisst, sind Vampire mächtig, doch auch uns sind Grenzen gesetzt. Unser größter Feind ist die Sonne. Und bis vor kurzem hatten wir keine Möglichkeit, gegen diesen Feind zu kämpfen. Viele Jahrhunderte lang suchte ich nach einer Antwort auf dieses Problem. Ich stieß auf eine alte Prophezeiung, die ein Mottenpriester niedergeschrieben hatte. Einer jener Priester, die die Schriftrollen der Alten lesen. Die Prophezeiung spricht von einer Zeit, in der die Vampire die Macht über die Sonne erlangen und ihre Tyrannei nicht länger fürchten müssen. Ich glaube, dass der geheime Schlüssel zur Enträtselung dieser Prophezeiung in Serenas Schriftrolle der Alten geschrieben steht. Ich habe eine Versammlung des Hofes veranlasst. Es gibt eine neue Aufgabe, die wir gemeinsam angehen müssen. Auch ihr seid gefordert. Kommt nun und vernehmt meine Bekanntmachung. Sprich mit Harkon, hör dir Harkons Rede an. Okay. Na? Was hat er wohl zu erzählen? Wo ist ein Hunde hier, ne? Kinder der Nacht, erhört meine Worte. Die prophezeite Zeit ist endlich gekommen. Schon bald werden wir unsere Herrschaft über die Sonne beanspruchen und eine neue Welt der ewigen Finsternis erschaffen. Nun, da ich eine meiner Schriftrollen der Alten gefunden habe, müssen wir einen Mottenpriester finden, der sie lesen kann. Ich habe in Himmelsrand Gerüchte über die Entdeckung einer Schriftrolle der Alten verbreitet, um einen Mottenpriester herzulocken.
Nun ist es an der Zeit, herauszufinden, ob diese Mühen von Erfolg gekrönt wurden. Zieht hinaus und findet heraus, ob sich ein Mottenpriester in unseren Gefilden befindet. Geht in die Städte, sprecht mit den Gastwirten, Kutschern, mit jedem, der einen Reisenden treffen könnte. Geht nun und tut, wie euch geheißen. So lautet mein Befehl. Ein Mottenpriester? Wisst ihr, wie ihr einen Mottenpriester finden wollt? Himmelsrand ist ziemlich groß. Wohin würde denn ein Mottenpriester gehen? Nun, bevor ich... Ihr wisst schon. Die Akademie von Winterfeste wäre immer der erste Ort, den ich wegen einer magischen oder historischen Sache aufsuchen würde. Die Magier wissen über viele Dinge Bescheid, über die Menschen vermutlich nichts wissen sollten. Jetzt, da ich darüber nachdenke, ich komme mit euch mit. Ach, die kommt noch mit. Ich wollte schon lange mal losziehen und die Gegend erkunden. Okay. Seid ihr schon immer ein Vampir gewesen? Das ist eine lange Geschichte. Ich will es hören. Aber ich glaube, wir müssen etwas weiter ausholen. Ganz an den Anfang. Wisst ihr, wie der Vampirismus entstanden ist? Darüber weiß ich nichts. Der erste Vampir wurde von Molag Bal erschaffen. Sie war keine Freiwillige, aber sie war dennoch die erste. Molag Bal ist ein mächtiger Dedra-Fürst und sein Wille erschafft die Realität. Jenen, die sich ihm unterwerfen, verleiht er noch immer das Geschenk. Aber sie müssen erst ihre eigene Macht demonstrieren, um sein Vertrauen zu gewinnen. Wie wird man denn zu einem Vampir? Die Zeremonie war erniedrigend. Daran möchte ich nicht zurückdenken. Aber wir alle nahmen daran teil. Sicher kein Spaß für die ganze Familie, aber etwas, das man wohl tut, wenn man sich einem Dedra-Fürsten weiht. Wie hat sich das auf eure Familie ausgewirkt? Nun, ihr habt die meisten von uns getroffen. Mein Vater ist nicht gerade sehr ausgeglichen. Schließlich hat er meine Mutter mit in den Wahnsinn gerissen. Und für mich endete es mit einer unterirdischen Gefangenschaft. Wer weiß wie lange. Alles in allem eine wirklich düstere Geschichte. Habt ihr je darüber nachgedacht, euch heilen zu lassen? Ein Heilmittel? Warum sollte man so darüber denken? Warum sollte ich dieses Geschenk loswerden wollen? Insbesondere nach allem, was ich dafür getan habe, um es zu erhalten. Es mag meine Familie zerstört haben, aber ich bin noch immer hier. Noch immer am Leben. Das werde ich nicht aufgeben. Okay, dann lass uns mal loseiern. Wo geht's denn hier am besten längs? Hier rein irgendwo? Das Kämmerchen. Nee, ich wollte hier nicht rein. Entschuldigung. So, wir gehen mal weiter. Gucken mal, wo wir hinkommen können. Raus. Und dann werden wir immer der Winterfeste einen Besuch abstatten. Huch. Natürlich die Schnellreise benutzen, ne? Kann man aber hier noch nicht machen. Machen wir gleich draußen, definitiv. Ja. So, Winterfeste. Hier unten, ne? Ja, so. Zielen und treffen, ne? Das sind zwei verschiedene Sachen. Da fällt mir ein, ich bin in der Stufe aufgestiegen. Vielleicht soll ich nochmal gleich gucken, was ich da noch erweitern kann. Ist ja auch immer ganz wichtig. Okay. Eure Augen gefallen mir nicht. In ihnen liegt ein schlimmes Verlangen. Das kann sein. So, gehen wir da hoch. Einfach Leute jetzt essen kann man wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich könnte die natürlich alle jetzt beißen und töten. Das wollen wir natürlich nicht machen. Wir wollen auch das Geheimnis rauskriegen. Und gucken, ob wir so einen Mottenpriester finden können. Oh, was ist das für ein Aschehaufen hier? Kann ich natürlich suchen. Ich dachte, ich könnte draufdrücken.
Geht zwar da, aber es muss nicht. Ah, Sonnenlicht ist nicht so geil, ne? Aber wir sind gleich da. Super. Mal sehen, ob wir den da drin finden. Oder ob jemand weiß, wo so einer sein könnte. Bin ja gespannt. Ich bin ja gespannt. Oh. Das ging diesmal ja wirklich mal schnell. Achso, da soll ich hin. Entschuldigung. Hier rein. Okay. Da kommt das andere dann. Irgendwo habe ich doch gedacht, dass es nicht funktioniert. So. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ah, wo soll ich denn hin? Wahrscheinlich doch hier irgendwo sein. Runter oder hoch? Hoch, ne? Nein, hoch ist es nicht. Doch runter. Warte mal. Ja, da geht's hin. Super, super, super. Bin gespannt. Jetzt. Ups. Da, unser Kundschafter, wollte ich gerade sagen. Mit dem man reden kann. Hallöchen. Ich bin kein Mann großer Worte, aber ich hätte womöglich alles verloren, was mir wichtig ist. Also, danke. Okay. Erzmagier hin oder her. Bei meinen Regeln gibt es keine Ausnahmen. Okay, ich muss einen Mottenpriester finden. Ein Mottenpriester? Wozu beim Reich des Vergessens braucht ihr denn einen Mottenpriester? Die Sache geht um mich etwas an. Sagt mir einfach, was ihr wissen, was ich wissen muss. Schon gut, ihr müsst ja nicht gleich aus den Galoschen kippen. Die offensichtliche Antwort lautet, geht in die Kaiserstadt. Die Mottenpriester sind im Weißgoldturm zu Hause. Manchmal sind sie unterwegs, um nach einer Schriftrolle der Alten zu suchen. Euer Glück, dass momentan ein Mottenpriester genau deswegen Himmelsrand durchstreift. Er hielt an, um Nachforschungen in der Bibliothek anzustellen, bevor er nach Drachenbrügge aufbrach. Wenn ihr euch beeilt, erwischt ihr ihn womöglich noch. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Achso, frage die Leute in Drachenbrügge, ob sie den Mottenpriester gesehen haben. Jo, das machen wir doch glatt. Ist natürlich viel Rennerei jetzt gerade und auch ein bisschen viel. Finde ich wirklich ein bisschen viel. Aber... aber es ist nichtsdestotrotz, machen wir es jetzt auf den Weg. Ich danke euch bis jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid, wenn wir in Drachenbrügge ankommen. Und sage bis jetzt schon mal erstmal danke und bis zur nächsten Folge. Tschüss.